Ja, ich will dann ruhig die Runde anfangen, damit die Zeit genutzt wird. Also mein Name ist Peter Selin. Ich bin Referent für Sozialpolitik und demografischen Wandel und habe diese Kommission begleitet, die heute diesen Bericht vorgelegt hat, Sicherheit und Fairness in der alternden Gesellschaft. Und das soll jetzt hier so eine Art Abschlussrunde unserer Veranstaltung heute sein, wo wir heute Morgen die wichtigen Ergebnisse präsentiert haben. Dann in zwei Foren und Workshops, dass dann die Einzelteile mehr oder weniger besprochen haben. Und jetzt sollte es an sich eine politische Runde hier geben. Es ist aber sehr schwierig, angesichts, dass die Große Koalition gerade über Rentenfragen verhandelt, solche Gesprächspartner hier aufs Podium zu bekommen. Das ist mir nicht geglückt. Sodass wir jetzt hier also eine andere Runde sitzen haben. Nämlich mit Markus Kurt, der ist bei Bündnis 90 Die Grünen rentenpolitischer Sprecher in Zukunft, vermute ich. Aber zumindest habe ich gehört, dass es angestrebt wird, dieses Amt. Und neben mir ist Ragnar Hönig, er ist Abteilungsleiter beim Sozialverband Deutschland und hat mitgewirkt an den Empfehlungen, die der Sozialverband zusammen mit Verdi entworfen hatte. Und das im Rahmen unserer Kommissionsarbeit dann auf positive Resonanz gestoßen ist. Und dann neben mir Helmut Wiesenthal, der heute Morgen für die Kommission die Ergebnisse hier vorgestellt hat und dem wirklich der Verdienst zukommt, dass er sehr viel zur Kontinuität der Arbeit dieser Kommission und zur Prägung der Kommission beigetragen hat. So, im Prinzip so eine Abschlussdebatte sollte ja nochmal im Prinzip ermöglichen, dass man eine Bewertung des Gesamtkonzepts hier nochmal zur Debatte stellt. Und deswegen ist natürlich sinnvoll, dass Markus Kurt und Ragnar Hönig als Erste zu Wort kommen. Und ich möchte Sie aber nachher hier in die Debatte einbeziehen, damit das ein bisschen kontroverser wird und lebendiger dann noch. Aber erstmal als Erster Markus Kurt. Hui, danke für die Einladung zunächst mal. Ich bin auch die vergangenen Jahre sozialpolitischer Sprecher gewesen der Bundestagsfraktion. Insofern ist das für mich jetzt nicht völliges Neuland an der Stelle. Ich kann jetzt leider nicht die Gesamtheit der Kommissionsvorschläge hier in einem 15-minütigen Wortbeitrag kommentieren und will mich auf den Punkt jetzt sofort stürzen, damit die Debatte auch gleich losgeht, der aus meiner Sicht schon kritisch ist. Und das ist Ihr Vorschlag, Herr Hönig, einer Aufstockung der Grundsicherung und eine Aufweichung aus meiner Sicht der gesetzlichen Rentenversicherung. Ich frage mich speziell, warum eigentlich der SOVD so einen Vorschlag macht. Wie gehen Sie denn eigentlich mit der Gefahr um, dass dadurch Trittbrettfahrerverhalten angereizt wird? Dass Personen dann nämlich kleinere Beschäftigungsverhältnisse, um eine aufgestockte Grundsicherung zu bekommen, eingehen, ansonsten aber Beitragsvermeidung machen und versuchen dann auf Basis von Honorarverträgen, Werkverträgen, anderweitig prekären Beschäftigungsformen dann ihren Lebensunterhalt zu sichern und sich aber darauf verlassen können, dass sie sozusagen eine aufgestockte Grundsicherung bekommen. Dieses Problem haben wir ja auch an anderen Stellen in der Sozialversicherung, beispielsweise in der Krankenversicherung. Wenn ab dem ersten Euro sozusagen der volle Versicherungsschutz bestünde, dann würde man mit einer geringfügigen Beschäftigung den vollen Krankenversicherungsschutz haben und könnte dann ansonsten zur Vermeidung von Beiträgen mit anderen Beschäftigungsformen sich den Lebensunterhalt sozusagen zuverdienen. Und meine Befürchtung wäre bei Ihrem Vorschlag, dass dadurch auch solche Arten von Beschäftigungsverhältnissen angereizt werden und dass wir sozusagen durch die Hintertür eine Art Kombirente an der Stelle kriegen. Und wir halten auch in der Fraktion bislang auch mit der Garantierente im Grundsatz jedenfalls das Prinzip der Beitragsleistungsäquivalenz sehr hoch und sagen dann, es müssen mindestens diese 30 Versicherungsjahre gewährleistet sein, mit ja auch ziemlich großzügig ausgestalteten Zugängen, Anrechnungszeiten der Arbeitslosigkeit. Also wir sagen aber dennoch, im Kern steht erstmal die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das würde mich einfach mal interessieren, weil ich auch gehört habe, dass das heute Vormittag nicht so sehr kritisiert, sondern eher gelobt wurde, auch das Konzept. Und wie Sie das einschätzen? Ja, da bin ich gleich dran. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich jetzt hier mit Ihnen sitzen kann und diskutieren kann.
Mich freut natürlich auch sehr, dass dieses Freibetragsmodell in der Kommission so wohlwollend diskutiert und dann auch Eingang in die Empfehlung gefunden hat. Und ich will auch gerne was dazu sagen, weil man muss sehen, dieses Freibetragsmodell in der Grundsicherung ist ja eigentlich nur ein Ausschnitt dessen, was wir vorschlagen. Natürlich muss man, wenn man sich mit der Frage der Altersarmut beschäftigt, sich zuerst anschauen, was sind die Ursachen und was kann ich lösen oder welche Lösung biete ich an, die direkt an den Ursachen anknüpfen. Und deshalb sagen natürlich auch wir als SOVD, wir wollen vorrangig, und das geht Verdi auch so, wir wollen natürlich vorrangig was dafür tun, dass die Menschen wieder ordentliche Löhne bekommen und dann auch entsprechend ordentliche Rentenversicherungsbeiträge entrichten und ordentliche Renten beziehen. Also ich will vielleicht mal den Versuch machen, die Forderungen, dieses Bündel an Forderungen, was wir haben, in drei Kategorien zu stellen. Erstens müssen wir was tun, um den Aufbau von Rentenansprüchen in der Erwerbsphase zu verbessern. Dazu gehört aus unserer Sicht diese ganze Problematik Niedriglohnsektor, und natürlich ist der Mindestlohn etwas, was dazu führt, dass man dann zumindest diejenigen, die jetzt für deutlich weniger als 8,50 Euro arbeiten, die haben was vom Mindestlohn, sie bekommen mehr Lohn und sie zahlen auch mehr Rentenbeiträge. Wir müssen besserer Aufbau von Rentenanwartschaften, da gehört auch die Frage der Absicherung bei Arbeitslosigkeit dazu, da gehört die Frage dazu, die vor allem nach wie vor eine Frauenfrage ist, wie sichern wir Familienarbeit besser ab? All das sind Fragen, die wir als SOVD unter dieser Überschrift diskutieren. Als zweites müssen wir uns anschauen, wie sieht es mit den Rentenleistungen aus? Und natürlich, da sage ich mal, diejenigen, die jetzt über lange Jahre hin im Niedriglohnsektor gearbeitet haben, mit denen kann man auch jetzt durch höhere Beiträge nicht helfen, sondern die Zeiten liegen ja in der Rente vor. Deshalb muss man da überlegen, beispielsweise dieses Instrument Rente nach Mindesteinkommen befristet zu verlängern, um sozusagen eine Brücke zu schaffen, bis wir zu einer besseren rentenrechtlichen Absicherung in der Erwerbsphase kommen. Da gehört aber auch, und ich nehme an, dass wir auch später da nochmal drüber diskutieren werden, die Frage des Rentenniveaus. Denn auch das Rentenniveau, das langfristig sinkende Rentenniveau ist eine zentrale Ursache, die im Zusammenwirken mit den Lücken dazu führt, dass die Altersarmut künftig steigen wird. Und für all diejenigen, die durch diese Maßnahmen in der Rente nicht besser gestellt werden, haben wir uns die Frage gestellt, was kann man machen? Und die Diskussion wird ja nicht nur bei den Grünen geführt, die ist ja auch in den anderen Parteien, auch bei den anderen Organisationen geführt worden. Und Stichwort Beitragsgerechtigkeit in der Rente, da ist völlig klar, wenn Sie eine Untergrenze in der Rentenversicherung einführen, nennt man es Lebensleistungsrente oder Mindestrente, wie die Linken es tun, oder Garantierente, haben Sie das Problem der Beitragsgerechtigkeit. Und es ist eben keine Leistung, die im Äquivalenzprinzip steht, denn Äquivalenzprinzip bedeutet, die Leute, die mehr Beiträge zahlen, kriegen auch eine bessere Rente raus. Und wenn Sie eine Untergrenze einführen, dann führt das dazu, dass Sie Beitragsleistung gerade im unteren Einkommensbereich entwerten. Ein einfaches Beispiel, vielleicht jemand mit 75% des Durchschnittslohns würde sich bei einer, wie auch immer, Mindestgrenze von 30 Beitragsjahren, würde sich fragen, warum zahle ich eigentlich so hohe Beiträge für eine Rente für 850 Euro und der 450 Euro Beschäftigte bekommt für einen deutlich geringeren Beitrag auch 850 Euro Rente. Das ist die Kernfrage des Systems, und wir haben uns gedacht, wir sind der festen Überzeugung, man kann sozusagen, natürlich wollen wir auch den Menschen helfen, aber das Problem Altersarmut ist kein Problem, was sich ohne weitere Ungleichgewichte, ohne weitere Probleme in der Rentenversicherung lösen lässt, sondern wir haben eben gesagt, wir wollen durch einen Freibetrag in der Grundsicherung, wie es ihn ja im Übrigen auch parallel für
Hartz-IV-Beziehende im SGB II gibt. Ja, die sind aber erwerbstätig. Das ist nochmal was anderes zu dem Trittbrettfahrerverhalten. Haben Sie jetzt noch gar nichts gesagt. Die Leute, die über Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, die verpflichtend eingezahlt haben, die auch in die private und betriebliche Altersvorsorge eingezahlt haben, da kann man sehr wohl darüber diskutieren, warum man ihnen gewissermaßen in der Grundsicherung nicht da noch einen Freibetrag einräumt. Das ist im Prinzip die Fortsetzung dessen, was ich während der Erwerbstätigkeit geleistet habe in der Grundsicherung. Und dann kommt man automatisch eigentlich zu dem Kernproblem. Für die gesetzliche Rente ist egal. Die Gerechtigkeitslücke ist nicht, wie lange man in ein System eingezahlt hat, sondern die Rente bemisst sich nach der Höhe der Beiträge. Und deshalb ist doch auch gut, wenn man sagt, wir schauen uns bei der Frage, wie kann man Leute, die in ein System eingezahlt haben, nicht an, wie lange haben sie eingezahlt, sondern wir schauen uns an, was kriegen sie aus dem System raus? Und da kommt man eben dazu, dass man bei einer Grundsicherungslösung auch denjenigen eine Anerkennung für ihre Beiträge in die Rentenversicherung gibt, die vielleicht nur 25 Jahre eingezahlt haben. Und zu dem Trittbrettfahrerproblem, und dann bin ich auch vorerst am Ende, natürlich muss man weiterhin darauf achten, dass sich Leute aus dem System der gesetzlichen Rentenversicherung nicht verabschieden. Das ist überhaupt keine Frage. Und natürlich muss man sehen, dass man nicht Erwerbstätigkeit, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung durch Werkverträge ersetzt. Aber das ist kein vorrangig rentenpolitisches Problem, sondern das ist ein Problem am Arbeitsmarkt. Und genau da müssen diese Lösungen eben auch ansetzen. Ja, dann möchte ich das gleich mal an dich weitergeben, auch in Bezug gerade auf diese arbeitsmarktpolitischen Fragen, die jetzt hier auch alle aufgerufen sind. Ich rufe nochmal die große Gruppe der Solo-Selbstständigen. Also wir haben seit 10, 15 Jahren eine sehr wachsende Bevölkerungsschicht, die sich bewusst heutzutage eine Selbstständigkeit sucht und auch selbstständig tätig ist, häufig sehr kreativ, alles gewünscht, aber letztlich nicht vorsorgt, um es mal so platt auszudrücken. Und deswegen vielleicht diese arbeitsmarktpolitischen Fragen doch nochmal aufgerufen, was man da reparieren kann für die Zukunft, aber was muss man für die 10 Jahre, die jetzt schon aufgelaufen sind, was muss man da leisten? Ja, die Selbstständigen sind eine besondere Personengruppe, also die man auch sehr schlecht über einen Kamm scheren kann. Es gibt bekanntermaßen erfolgreiche Selbstständige, auch Alleinselbstständige, und es gibt sehr, sehr viele Solo-Selbstständige, die eben knapp am Existenzminimum knausern. Ja, wir können den, in den kursierenden Vorschlägen wird es auch gemacht, wir können denen die Vorschrift machen, sich in gewisser Weise fürs Alter vorsorgen zu versichern, aber man kann ihnen keine großen Prämien vorschreiben, die sie nicht aufbringen können. Und entsprechend können sie auch nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung oder auch bei einer Lebensversicherung die Anwartschaften erwerben, die ihnen wirklich eine existenzsichernde Rente ermöglichen. Das ist ein Problem, was schon jetzt mit den existierenden Selbstständigen und in Zukunft wohl auch oder noch mehr auf die Grundsicherung im Alter zukommen wird. Da wird man keine Alternative zu finden. Und es ist ein Punkt, der uns bewogen hat, der Frage der Grundsicherung im Alter und der Stigmatisierungsproblematik, die ja angeblich so inspirierend war, dass wir ihr die ganze Diskussion über Zuschuss bis Garantierente verdanken, nämlich einem Irrtum über die Grundsicherung im Alter, dass wir die selber sehr sporadisch, sehr vielleicht ein bisschen oberflächlich, nicht detailliert genug aufgegriffen haben und haben gesagt, statt ein ganzes relativ leistungsfähiges und in sich konsistentes System wie die gesetzliche Rentenversicherung durch Änderung ihrer Prinzipien, ihrer Funktionsweise auf den Kopf zu stellen oder zu schwächen, stattdessen sollte man sich die Grundsicherung im Alter vornehmen und gucken, wie man sie, ich sage es jetzt mal simpel, humanisiert, nämlich dieser Stigmatisierungsproblematik entkleidet. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. An einer Sache möchte ich gerne jetzt noch einhaken, was Herr Kurt gesagt hat, Herr Hönig, die ist in diesem Modell, auf das wir positiv Bezug nehmen, vom Sozialverband Deutschlands und der Gewerkschaft Verdi,
ist da eine Trittbrettfahrerproblematik involviert. Das fand ich sehr anregend, den Hinweis. Ich kann es mir schlecht vorstellen. Wenn ich mal bei dem Zahlenbeispiel bleibe, was in diesem Originalkonzept durchexerziert worden ist, da ging es darum, dass die ersten 100 Euro aus eigener, selbst erwirtschafteten Rentenansprüchen voll als Zuschuss auf die Beträge der Grundsicherung aufgeschlagen werden. Das entspricht grob gerechnet 4 Entgeltpunkten. Und man müsste sich schon vorstellen, dass, sagen wir jetzt, ein Solo-Selbstständiger in den typischen jugendlichen Jahren von 25 bis 35 Jahren sagt, ich muss jetzt unbedingt einen bezahlten Job annehmen, der mir 4 Entgeltpunkte verschafft, damit ich in 40 Jahren dann 100 Euro Rentenzuschuss bekomme, der ungekürzt ist. Das sind also Gedankenspiele, die kann ich all den Solo-Selbstständigen, die ich bisher kennengelernt habe, nicht zutrauen. Und schon gar nicht, dass sie dann ihre Rente dadurch steigern wollen, dass sie die nächste Stufe, wo nur noch 50% zugerechnet werden, und dann die übernächste, wo vielleicht nur noch 25% zugerechnet werden, in ein Optimierungsmodell des Trittbrettfahrens bringen. Also das Argument finde ich nicht so überzeugend, dass man sagen darf, aber Herr Kurz hat schon wieder ein Argument dagegen. Ja, ich denke auch nicht an die Solo-Selbstständigen, die jetzt Anfang, Mitte 20 sind. Ich glaube nicht, dass man mit Anfang 20 seine Lebensperspektive bis zur Rente darauf aufbaut, 4 Entgeltpunkte oder 10 Entgeltpunkte sich zusammenzusammeln. Aber es kann natürlich die Situation auftreten, dass eben Personen, die abhängig beschäftigt waren, auch teilweise prekär oder im Niedriglohnbereich, dann in eine Situation mit 40, 50 oder Mitte 50 kommen, wo dann absehbar für diese Personen ist, sie schaffen das einfach nicht mehr. Und dann sagen, okay, ich habe ja schon ein paar Rentenpunkte zusammen und dann komme ich mit diesem Kombi-Rentenmodell eigentlich auf einen für mich auskömmlichen oder, was heißt auskömmlichen Betrag? Ich komme auf einen bestimmten Betrag, den ich nicht mehr nennenswert durch weitere sozialversicherungspflichtige Beschäftigung steigern kann, mein Alterseinkommen. Und dass sie dann sagen, okay, dann arbeite ich aber wenigstens noch die letzten 10 oder 15 Jahre meines Arbeitslebens an der Sozialversicherung vorbei, weil ich dann mehr sozusagen davon habe. Im Übrigen denke ich, die Stigmatisierung oder stigmatisierende Wirkung der Grundsicherung wird im Wesentlichen ja ausgelöst durch die Einkommens- und Vermögensanrechnung. Also diese Vorstellung, und es ist ja auch sozialrechtlich so, dass man alles offenlegen muss und dann auch sich quasi offenbaren muss in der Umgangssprache vor dem Amt. Und das ist das, was viele Angstreaktionen auslöst, die ja dazu führen, dass wir immer noch einen gewissen Anteil an sogenannter verdeckter Armut haben, was wir ja eigentlich durch die Verringerung des Unterhaltsrückgriffs auf die Kinder ja ändern wollten. Und ich glaube, dass an der Stelle über die Hilfe zur Pflege in der Sozialhilfe auch nochmal eine gewisse Welle auf uns zurollen wird. Denn da ist der Unterhaltsrückgriff auf die Kinder ja nach wie vor erhalten. Und das, glaube ich, wird sozialpolitisch, je weniger die Pflegeversicherung in der Lage ist, die steigenden Kosten abzudecken, auch nochmal eine relativ große Rolle spielen. Ich möchte nochmal ein bisschen nachschieben, so als Fragestellung nur. Also wenn man jetzt die arbeitsmarktpolitischen Fragen mit in die Debatte reinnimmt, die in dieser Kommission vorher debattiert wurden, also Wege in eine inklusive Arbeitsgesellschaft, dann war ja immer auch die Feststellung, dass 8,50 Euro Mindestlohn, wenn der jetzt eingeführt wird, demnächst vielleicht, du musst also eher Löhne von 12, 13 Euro brutto wahrscheinlich erreichen, um, ja, wie soll ich sagen, auf eine Rente zu kommen, die oberhalb des Grundsicherungsniveaus liegt. Das heißt also, diese, wie soll ich sagen, Spannungsverhältnis, was auch noch da drin steckt, macht es doch ein bisschen komisch, also dieses Argument mit dem Trittbrettfahren, also wie das hier jetzt vorgetragen wurde, weil an sich liegt doch die Anstrengung desjenigen, der Arbeit sucht, eine bessere, höher bezahlte, zufriedenstellendere Arbeit zu finden. Also die Anstrengung richtet sich doch eher an kurzfristigen, wie soll man sagen, Einkommensniveaus vielleicht entlang, wenn ich auf Arbeitssuche bin. Und deswegen ist doch diese Rentenperspektive, wie soll ich sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man die im Blick hat.
Ja, ich möchte das Argument, ich möchte dieses Argument auch nochmal gerne zurückgeben, denn wenn man mit einer, egal jetzt ob Mindestrente, Garantierente oder Lebensleistungsrente, die sind von der Idee her alle gleich. Da schafft man Anreize zu sagen, ich arbeite auf 450-Euro-Basis und das möglichst 30 Jahre lang, zahle einen geringen Beitrag von knapp 70, 80 Euro in die gesetzliche Rentenversicherung, den Rest verdiene ich nebenher schwarz und am Ende bekomme ich über die Garantierente eine richtig schöne Rente, nämlich in Höhe von 850 Euro oder Lebensleistungsrente oder Mindestrente, Mindestrente soll ja noch höher sein, von 850 Euro, wofür ein Normalarbeitnehmer, sage ich mal, 50% oder 75% des Durchschnitts über dieselbe Zeit hätte verdienen müssen. Also sozusagen das Trittbrettfahrer-Argument, das gebe ich jetzt gern mal an die Garantierente zurück. Ich glaube, wir müssen uns eins deutlich werden. Wir müssen immer wieder die Gerechtigkeitsfrage richtig stellen. Wenn man sagt, es ist ungerecht, dass jemand, der lange eingezahlt hat, zum Grundsicherungsamt geht, erstens muss ich vorsichtig sein, dass man in der Politik dieses Leistungssystem nicht selbst stigmatisiert, mal abgesehen davon, aber man muss sagen, man muss sich dann auch überlegen, in welchem System bewegen wir uns. Für die lohn- und beitragsorientierte Rente ist völlig unerheblich, wie lange ich eingezahlt habe, sondern für die lohn- und beitragsorientierte Rente ist zunächst einmal wichtig, wie hoch sind meine Beiträge. Und dann ist völlig egal, ob ich die gleiche Beitragssumme in 10 oder 30 Jahren geleistet habe, sondern was bewertet wird, ist meine Beitragsleistung. Das ist die gesetzliche Rente. Und das ist die Versicherungsleistung. In der Fürsorgeleistung ist es eben anders. Da wird nicht die Dauer der Einzahlung bewertet, sondern da guckt man sich an, was hat der Mensch zur Verfügung. Und deshalb ist diese ganze Armutsdebatte, die wir führen, ist eigentlich vorrangig im System der Grundsicherung zu lösen. Und deshalb eben auch unser Vorschlag gemeinsam mit Verdi, das ist eine gerechte Lösung, weil erstens wird die Hilfebedürftigkeit nicht in der Rentenversicherung, nicht durch eine zweite Behörde geprüft, sondern durch die Grundsicherungsämter. Und zweitens bekommt jeder, unabhängig davon, wie lange er eingezahlt hat, bekommt sozusagen dafür, was er eingezahlt hat und was er aus dem System bekommt, eben noch was obendrauf. Das ist sozusagen in dem System, in dem wir uns jetzt bewegen, eigentlich eine systemkonforme und auch eine gerechte Lösung. Man kann natürlich darüber diskutieren, das System auch ganz zu verändern. Aber dann bewegen wir uns eigentlich in einem ganz anderen Rahmen. Ich will aber noch schon mal sagen, dass dieses zurückgegebene Argument, da arbeitet jemand für 450 und den Rest schwarz, dass das nicht das trifft, was ich gesagt habe. Ich gehe nämlich nicht von Schwarzarbeiten aus, sondern dass man in anderen, als Werkvertragsnehmer, Honorarvertragsnehmer arbeitet. Das ist schon nochmal was anderes als Schwarzarbeit. Und dann kommt ja in der Tat auch bei dem, was Sie jetzt benennen, noch hinzu, dass ja in dem grünen Rentenkonzept wir ja auch anstreben, diese Solo-Selbstständigen in erster Linie als Erste, die ja mit einzubeziehen in den Kreis der Versicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung. Wobei mir da durchaus klar ist, dass gerade bei Personen, die sich in der Existenzgründungsphase befinden, natürlich nicht hohe Mindestbeiträge stemmen können. Und da haben wir dann ja auch gewisse Karenzzeiten, ermäßigte Beitragszeiten für die Phase einer Unternehmensgründung vorgesehen. Dieses enorme Phänomen, dieser Aufwuchs von Solo-Selbstständigkeit, teils selbst gesucht, teils aber auch durch die Verhältnisse erzwungen, braucht aus meiner Sicht dringend eine sozialpolitische Antwort und die ist nicht trivial. Da sind wir völlig bei Ihnen. Ich habe in diesem Zusammenhang, bevor wir vielleicht das Thema wechseln, noch eine Frage. Wie ist das eigentlich bei diesen ganzen 850-Euro-Modellen, egal wie sie jetzt heißen, Zuschuss oder Garantierente oder so, erfasst die deutsche Rentenversicherung die Arbeitszeit? Macht es einen Unterschied, ob die 30- oder 40-jährige Mitgliedschaft in Vollzeitarbeit oder in Teilzeitarbeit erbracht worden ist? Nee, das erfasst die Rentenversicherung nicht. Also das kann man nicht differenzieren zwischen Teilzeit und Vollzeit. Kann man dann noch vom Beitragsequivalenz reden? Ja, das ist halt ein Problem, dass das einfach statistisch nicht existiert. Ja? Also wir haben diese Daten nicht, also muss man das gleich behandeln. Dass das problematisch ist, weiß ich, aber Zahlen sind nicht da.
Ja, ich möchte im Prinzip jetzt die Debatte ein bisschen öffnen hier in Richtung Saal. Ich will auch noch mal eine Frage ein bisschen auch in den Raum stellen, angesichts dessen, was in den Zeitungen über die Zwischenverhandlungsergebnisse der Großen Koalition auftaucht. Wenn eben die Mütterrente finanziert wird oder wenn jetzt dieses neue solidarische Lebensleistungsrentenkonzept, das ist das neue Wort, was da zusammengefügt ist, aus zwei Parteien, kommen sollte, was ja dann in erster Linie beitragsfinanziert ist. Dann stellt sich doch nochmal die Frage, dieses Konzept, was jetzt hier vorgeschlagen wird von dieser Kommission, ist ja steuerfinanziert. Also ich finde ja, diese Gerechtigkeitsfragen sollte man ja nicht völlig außer Acht lassen. Also wenn man über die Finanzierungsquellen diskutiert, aus der eine armutsfeste Lösung angestrebt wird, nach einer langen Erwerbstätigkeit oder Beitrag zum gesellschaftlichen Leben. Also das vielleicht nochmal hier in den Raum gestellt. Und jetzt die Frage, wer möchte sich zu Wort melden? Ja, solange bis sich jemand entschließt, sich zu Wort zu melden, will ich ja schon nochmal sagen, dass also wir klar den Vorschlag machen bei der Garantierente, dass man das aus Steuern bezahlt, diese Aufstockung oder Höherwertung. Was ich jetzt höre aus den potenziellen Kreisen der Koalitionäre, wollen Sie das bei Ihrer solidarischen Lebensleistungsrente auch über Steuern machen? Was Ihnen insofern vielleicht leicht fällt, weil die Zugangshürden ja enorm hoch sind. Deswegen sind die Modelle auch keineswegs alle gleich und nur in Nuancen unterschiedlich, sondern Frau von der Leyen hat ja mit ihrer sogenannten Lebensleistungsrente die Hürden ja extrem hochgesetzt. Das muss ja noch zusätzlich privat vorgesorgt werden. Und dann 40 Beitragsjahre, das ist ja auch nicht von Pappe. Das werden nur sehr, sehr wenige Leute erreichen. Folglich wird auch nur ein ziemlich geringer Zuschussbedarf da sein, den sie sich noch irgendwo aus den Rippen schwitzen werden. Anders sieht die Sache allerdings aus bei der sogenannten Mütterrente. Das kann ja also richtig sehr, sehr teuer werden. Und das ist auch eindeutig ein nicht mit Beitragszahlungen unterlegter Bestandteil, der dringend eigentlich mit Steuern finanziert werden müsste. Aber genau an der Stelle ist ja zu fürchten, dass das Geld da der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler verfrühstückt wird. Denn absehbar ist, dass sie die Senkung des Beitragssatzes, die ja eigentlich sein müsste, nicht vornehmen werden, um schon mal sich ein Polster zu schaffen für genau diesen Bereich. Und da würden wir sagen, die Beitragssatzsenkung würden wir durchaus auch aussetzen, aber wir sehen ganz andere Handlungsbedarfe, etwa bei der Erwerbsminderungsrente, Zugänge, Übergänge in die Rente, gerade bei denjenigen, die halt nicht voll erwerbstätig sein können. Reha-Deckel, also Anpassung des Reha-Budgets, längst überfällig, im Grunde genommen unter allen Fraktionen Konsens. Das wären auch sozusagen beitragsgerechte Ausgaben, die man auch dann rechtfertigen könnte, aber nicht die Mütterrente. So wünschenswert das für die betroffenen Frauen, das will ich mal gleich dazu sagen, auch sein mag. Ja? Also ich will jetzt hier nicht sagen, das ist alles abstoßend also es ist natürlich eine Stichtagsregelung, ist immer willkürlich und für diejenigen, die vor 1992 Kinder geboren und erzogen haben, ist das auch eine elementare Gerechtigkeitsfrage. Nur ist die nicht zu lösen auf dem zulasten aller Beitragszahler. Ja, also das kann ich im Prinzip unterstützen. Wobei wir als Sozialverband natürlich auch nochmal in Vordergrund stellen müssen, dieses Gerechtigkeitsargument, denn das spielt bei vielen der betroffenen Frauen wirklich eine große Rolle. Und das darf man auch nicht einfach so vom Tisch wischen. Und ich glaube, wenn man die Lücke um einen Entgeltpunkt schließt, dann ist es bei weitem noch nicht das, was sich die Frauen eigentlich wünschen. Aber das ist schon mal ein Schritt weiter. Aber ansonsten haben Sie natürlich recht, das muss ordentlich finanziert werden. Und zwar muss es aus Steuermitteln finanziert werden und nicht aus Beitragsmitteln und schon gar nicht aus den, ich sag mal, Beitragsmitteln, da muss man nämlich in der Diskussion auch sehr vorsichtig sein, aus den Beitragsmitteln, die der Bund jetzt aktuell für die Kindererziehungszeiten, die aktuellen Kindererziehungszeiten leistet. Also nicht jeder
nicht jeder Euro, den der Bund in die Rentenkasse zahlt, ist ein Bundeszuschuss aus Steuermitteln, sondern der Bund zahlt natürlich auch reguläre Rentenbeiträge. Und deshalb sagen Sie auch völlig zu Recht, das muss ordentlich finanziert werden. Ich will aber auch noch mal auf ein Problem dieser Lebensleistungsrente, die Sie ja ansprachen, noch mal hinweisen. Deshalb erstaunt mich, dass die Süddeutsche gestern gemeldet hat, dass die Koalition sich wieder diesmal auf eine solidarische Lebensleistungsrente verständigt hat. Wir haben in der letzten Legislaturperiode diese Lebensleistungsrente rauf und runter diskutiert. Frau von der Leyen hat zwei Entwürfe vorgelegt und jedes Mal eigentlich deutlich gemacht, dass die Verwerfung durch dieses Instrument Lebensleistungsrente im Rentenrecht so groß sind, da musste an so vielen Stellen was geändert werden, um nicht sozusagen zu neuen Ungerechtigkeiten zu kommen, dass mich wirklich wundert, dass das wieder drin steht. Und eine Antwort ist immer noch fällig: Wie soll denn die Rentenversicherung bitte Bedürftigkeit überprüfen? Wir haben das letzte Legislaturperiode rauf und runter diskutiert, die Lebensleistungsrente sollte Partnereinkommen angerechnet werden. Wie soll denn die Rentenversicherung bitte Bedarfsgemeinschaften überprüfen? Und ich glaube, dass wir hier in eine Situation, dass dieser Vorschlag eigentlich deutlich gemacht hat, dass so, wie man sich das vorstellt, eigentlich im Rentenrecht nicht lösbar ist. Bedürftigkeitsprüfung ist keine Aufgabe der Rentenversicherung. Ja, Wolfgang hatte sich gemeldet. Ja, da würde ich gerne anknüpfen. Der Tiede sagte das ja heute Morgen schon, wir haben 4 Jahre lang drüber schon diskutiert und die beiden Gesetzentwürfe, da tauchten einfach nichts von der von der Leyen. In der Tat, weil da die beiden Konzepte miteinander vermischt worden sind. Also da hat man nochmal einen zweiten Unterschied zu der grünen Garantierente von diesen Konzepten. Das eine sind die Zugangshürden, das hat Markus schon genannt. Das zweite ist, die Garantierente sollte eine Versicherungsleistung sein, ohne Bedürftigkeitsprüfung. Und wenn man in der Tat die Bedürftigkeitsprüfung jetzt von der Rentenversicherung machen lässt, wehrt sich erstens die Rentenversicherung da aus berechtigten Gründen gegen. Zweitens hat man dann eine völlige Vermischung, die tatsächlich nicht funktioniert. Und da bin ich nochmal beim grundsätzlichen Problem, was ja auch in der Studie angesprochen wird. Es gibt so ein Spannungsverhältnis zwischen dem Ziel, sowas wie eine Mindesteilhabe zu erreichen und dem Ziel einer Teilhabeäquivalenz. Und meines Erachtens ist das eine knifflige Geschichte und wir haben es mit der Garantierente versucht, einigermaßen hinzukriegen. Ist vielleicht auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ich glaube, die Richtung ist die richtige. Weil ich glaube, man muss das Ziel der Mindesteilhabe auch in der Rentenversicherung haben. Weil wenn man das nur über die Grundsicherung machen lässt, dann hat man das grundsätzliche Problem, was auch schon angesprochen worden ist, die Grundsicherung ist nämlich nicht nur deswegen stigmatisierend, weil es jetzt von Politikern gesagt worden ist, dass sie das ist, sondern das ist immanent, Markus hat das eben schon beschrieben, eine Leistung wird als stigmatisierend empfunden, wenn sie halt voll bedürftigkeitsgeprüft ist, wenn man zu einem Amt hin muss, wenn es so einen Almosencharakter hat, auch wenn es anders gedacht ist, aber das hatten wir damals bei Hartz IV eigentlich auch. Wir hatten gehofft, als Rot-Grün, dass man dadurch, dass man es Arbeitslosengeld 2 nennt, es weniger stigmatisierend ist als die alte Sozialhilfe. Das Gegenteil war der Fall. Und ich glaube, deswegen braucht man tatsächlich eine Leistung innerhalb der Rentenversicherung, die eine irgendwie geartete Mindesteilhabe sichert. Und ein weiteres Problem, was man hat, ist das wie bei den Aufstockern. Sie haben es ja eben beschrieben, Herr Hönig, dass der Freibetragsregelung ist ähnlich wie bei den Aufstockern bei Hartz IV. Und da hat man auch das Problem, dass es da Verwerfungen gibt, diesen Kombilohn-Effekt, weil es eben nicht so etwas wie einen Mindestlohn gibt, der das nach unten abfedert und dadurch zu viele Leute reinkommen. Ohne so etwas wie eine Mindestrente, Garantierente, wie auch immer, kriegt man bei so einem Modell auch Massen an Leute plötzlich in die Grundsicherung rein. Und heute Morgen in dem Einstiegsvortrag von Helmut Wiesenthal war das Argument, bei uns ist Altersarmut ja nicht so hoch, weil der Grundsicherungsbezug nur 2,6% ist. Grundsicherungsbezug und Armut wird immer 1:1 genommen. Und wenn man so einen Zuschuss noch hat, dann hat man noch
eine Vervielfachung der Zahl der Grundsicherungsempfänger und damit im Bewusstsein der Leute der Altersarmut, was aber eigentlich ja eine Maßnahme gegen Altersarmut sein soll. Deswegen braucht man meines Erachtens unbedingt eine Leistung in der vorgelagerten Sicherungssysteme. Da gibt es dann die Arbeitsmarktmaßnahmen, Erwerbstätigenversicherung, Bürgerversicherung, die langfristig alles wirken innerhalb der vorgelagerten Sicherungssysteme. Aber man braucht, glaube ich, auch schnell was tatsächlich so etwas wie eine Mindestteilhabe sichert. Und das ist nochmal eine Herausforderung. Wie kriegt man diese Mindestteilhabe hin und ohne gleichzeitig das Äquivalenzprinzip komplett abzuwickeln? Da hat man eine sehr lange Diskussion auch in der Fraktion über das Thema drüber mit vielen Pros und Kontras, mit verschiedenen Varianten, wo an allen Argumenten dafür und dagegen was dran war. Aber ich glaube, dass man in die Richtung tatsächlich nochmal denken muss, sowas wie eine Mindestteilhabe auch in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzudenken. Ja, Andrea hat sich doch gemeldet. Ich möchte dir da wirklich widersprechen. So viel dafür sprechen würde, grundsätzlich für ein Recht auf Mindestteilhabe oder wie man das auch immer nennen will. Wenn ich alleine an mich denke, nach meinem letzten Rentenbescheid, glaube ich, habe ich einen Anspruch auf 650 Euro. Das wird auch nicht mehr, weil jetzt bin ich gerade politische Beamtin, das ist ein anderes System. Ich war mal Bundestagsabgeordnete, auch ein anderes System. Aber ich werde definitiv genug haben, also auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie viel, aber irgendwie wird das schon reichen fürs Alter. Ich will gar nicht Geld vom Staat haben, der sagt, oh, du hast ja so eine niedrige Rente, die müssen wir aufstocken. Aber das würde ja auch nicht sein. Dann, bevor da ein Missverständnis entsteht, nee, das würde bei der Garantierente nach dem grünen Vorschlag, würden ja andere reguläre Alterseinkünfte, die würden natürlich angerechnet. Nein, aber, also aber das Argument gerade war, wir sollten ein Mindestteilhaberecht innerhalb der Rentenversicherung haben. Und gleichzeitig wurde gesagt, was ja richtig ist, dass das nicht geprüft werden kann von der Rentenversicherung. Und dann müsste die Rentenversicherung mir was zahlen nach dem Motto, das ist irgendwie 200 Euro unter dieser Grundrente. Nein, das war Wolfgangs Vorschlag, Markus. Das ist ein Missverständnis. Tut mir leid, es ist wirklich ein Missverständnis. Also Bedürftigkeitsprüfung ist etwas anderes, als wenn ich andere dem Zweck gleiche Einkommen anrechne. Ja? Also die Bundestagspension oder die Pension als politische Beamte dient dem gleichen Zweck wie die gesetzliche Rente, nämlich der Versorgung im Alter. Das kann man natürlich wechselseitig verrechnen, wird ja auch teilweise gemacht, bei den Bundestagsabgeordneten aktuell auf jeden Fall. Das ist aber was ganz anderes, als wenn ich eine Bedürftigkeitsprüfung mache, wo ich das Existenzminimum ansetze und dann sozusagen gucke, welche Einkommensarten, Vermögensverhältnisse fließen da wie ein. Das ist von der Struktur her was völlig anderes. Also entschuldige mal, auch wenn das irgendwie anders geschieht bei irgendwelchen öffentlichen Renten, aber grundsätzlich wird da geguckt, wie ist dein Einkommen, woraus sich das auch immer zusammensetzt. Das ist eine Bedürftigkeitsprüfung. Oder eine, ich will vielleicht mal sagen, oder eine Versicherungsleistung zweiter Klasse. So, weil die Versicherungsleistung erster Klasse steht mir zu, unabhängig davon, wie hoch mein anderes Einkommen ist. Die Versicherungsleistung, die ich aus der Rentenversicherung, aus eigenen Beiträgen erwerbe, steht mir zu. Die kann mir im Alter auch keiner wegnehmen. Aber wenn ich eine weitere Leistung schaffe, die ich gewisserweise abhängig mache, nur noch von bestimmten Einkommen, dann stellt sich für mich die Frage, warum nicht in dem System, wo ohnehin die Einkommensanrechnung geprüft wird. Und nochmal, bei der Grundsicherung wird schon jetzt nicht die komplette Einkommenssituation geprüft. Was man nämlich bei der Grundsicherung nicht prüft, ist zumindest bis 100.000 Euro, sind sozusagen die Ansprüche, die ich gegenüber meinen Kindern habe, als älterer Mensch oder als jüngerer Mensch, die Unterhaltsansprüche, die ich gegenüber meinen Eltern habe. Das heißt, auch da findet schon eine, ich sag mal, eingeschränkte Bedürftigkeitsprüfung statt. Deshalb unser Vorschlag, wenn wir so eine Prüfung machen, Einkommensprüfung, warum nicht in dem System, wo das eigentlich hingehört, nämlich in die Grundsicherung? Ja, hallo, der Dr. Eckens, ich habe
Ich freue mich, dass so viele Spezialisten hier sind. Und ich brauche erste Hilfe. Denn ich habe in Ghana gearbeitet, an der Uni. Habe ich in Polen gearbeitet. Habe ich in London gearbeitet. Habe ich in Deutschland auch jetzt gearbeitet. Als Arzt für vierbeinige Menschen. Ja. Und so ist es jetzt, Sie sind alle Spezialisten. Ich würde gerne, welche von den Spezialisten in dieser Konferenz meine Wunde heilen kann. Ich brauche Hilfe, ich brauche Rat. Und so, ich habe seit morgen gehört und gehört und ich weiß nicht, zu wem ich gehen kann für meine erste Hilfe. Denn ich habe ein Papier bekommen, es steht darauf, Rente, Pension. Ja. Denn die haben gesagt, ich sollte eine nehmen. Ja. Und ja, ich bin total verzweifelt und ich brauche Hilfe und so. Danach kann ihr Spezialisten sagen, zu wem ich gehen soll, um Rat und Tat zu holen. Danke. Ja, also ich glaube, wir können jetzt hier auf dem Podium so einen schwierigen Fall, wie Sie ihn jetzt gerade vorgetragen haben, nicht lösen. Also wo man beispielsweise Beitragszeiten im anderen Land hat und dann in Deutschland hat, das ist ja ein schwieriger Fall. Aber es gibt ja vielfältige Beratungsangebote. Wir als Sozialverband bieten für unsere Mitglieder Beratung an. Die ist in der Kurfürstenstraße, aber auch die Rentenversicherung bietet in ihren sogenannten Auskunfts- und Beratungsstellen Hilfe an. Das wäre mein Vorschlag, dass Sie sich an eine dieser Stellen wenden. Es gibt ja für die garantierte Grundleistung innerhalb des Rentensystems gute Gründe. Ich finde aber, dass diese guten Gründe nicht ausreichen, den Bruch, den man dabei mit dem Äquivalenzprinzip eingeht und das ist das konstitutive Prinzip des gesamten Systems, zu rechtfertigen. Zumal dann nicht, wenn es dazu eine Alternative gibt, wo das gleiche sozialpolitische Anliegen, nämlich jemand vor einem Absturz zu bewahren, jemand ein anerkanntes Leben im Alter, ein würdiges Leben im Alter zu ermöglichen, sehr wohl gegeben ist innerhalb dem Bereich der Grundsicherung. Von daher ist mir nach wie vor nicht ganz schlüssig, weshalb in sämtlichen Parteien eigentlich dermaßen darauf beharrt wird, innerhalb der Systeme der gesetzlichen Rente dieses Element der armutsfesten Grundsicherung einzubauen, obwohl man merkt, jedes Mal, wenn man das da anbaut, dann haut irgendwo am anderen Ende der Maschine irgendwas nicht hin. Und es ist schon verwunderlich, dass das gesetzliche Rentensystem nach all den Reformen der letzten 15, 20 Jahren noch eine derartig hohe Akzeptanz hat und noch relativ gut funktioniert. Es funktioniert deshalb, ist meine These, weil seine grundlegenden Strukturen, seine normativen Seilschaften relativ klar und nachvollziehbar noch funktionieren und die Leute darauf vertrauen. Die werden aber zerstört, wenn man in diesem Fall, auch wenn man das aus guten Gründen macht, die sind in dem Fall nicht viel besser als die schlechten Gründe, aus denen das normalerweise gemacht wird, wenn man das mutwillig zerstört. Von daher würde ich sagen, gibt es dazu eigentlich nur die Alternative, die Armutsfestmachung in die Grundsicherung zu verlagern und sich mit dem Gedanken anzufreuen, dass die Grundsicherung inklusive einer armutsfesten Rente, die dann ein sehr großer Bestandteil irgendwann dieser Grundsicherung sein wird, aufgestockt, als eine vierte Säule des Gesamtrentensystems zu begreifen. Ja, ich habe nicht die ganze Diskussion verfolgen können, deshalb weiß ich nicht genau, ob ich alles richtig sage. Nur das Problem ist ja ein doppeltes Akzeptanz- oder Bruchproblem. Wenn man innerhalb der Rentenversicherung was macht, kommt man mit der Beitragsäquivalenz durcheinander. Macht man es nicht,
dann hat man natürlich bei denen, die in die Rentenversicherung eingezahlt haben, dann aber das reicht nicht und sie gehen in die Grundsicherung, habe ich doch eigentlich auch das Problem, dass die Beitragsäquivalenz nicht mehr gesichert ist. Ich habe dann, kriege dann, weiß ich, eine Rente von 450, dann wird die aufgestockt und so weiter. Also das ist auch ein eigentlicher Bruch mit der Beitragsäquivalenz, weil ich dann eingezahlt habe, ohne das eigentlich machen zu müssen. Deshalb waren die Vorschläge ja auch immer auf langjährige Mitgliedschaft bezogen. Also kleine Renten, die irgendwie nur so entstehen, weil man wechselt in Beamtenschaft oder so, die dürfen gar nicht das Thema sein. Das bedeutet aber, dass wir eigentlich nur über eine ganz kleine, von potenziell von Altersarmut betroffene Gruppe reden. Die ganzen Modelle in der Bundestagswahl sind einfach nur für bestimmte Gruppen. Und zwar, also das wird immer so gedacht, wir bekämpfen die Altersarmut, aber das ist eine bestimmte Gruppe und für die ist es aus Legitimationsgründen erwägenswert, irgendetwas innerhalb der Rentenversicherung zu machen. Und das hat keiner so hingekriegt, dass es keine Brüche gab. Das ist das Problem. Dass alle haben es eigentlich gemacht, in irgendwie die Prinzipien der Rentenversicherung verletzt oder es dazu gebracht, dass also Leute mit gleicher Beitragssatz, Punktzahl oder Entgeltpunktzahl unterschiedliche Auszahlungen bekommen, was auch ein Bruch mit den Prinzipien ist. Also das heißt, es ist sehr schwer, das innerhalb des Systems zu machen und es gibt eigentlich nur eine ganz bestimmte Gruppe, für die es gut ist. Und deshalb ist das eigentlich immer nur eine Teillösung. Das, was Herr Tiede heute Morgen sagte, das ist eigentlich die langfristige Lösung. Wir müssen Wege finden, dass die Versicherten Eigenschaft inklusive Beitragszahlung auch sich auf mehr Zeiten und Personen erstreckt. Das ist natürlich keine kurzfristige Lösung. Und nur, also das jetzt, das, was mich an der Debatte etwas geschockt hat, ist, dass man 2 Jahre lang über Altersarmut redet und davon dann die Reform der Rentenversicherung bestimmt ist, obwohl es sich um eine Zahl von, ich finde jetzt irgendetwas, vielleicht 5% aller Versicherten dreht. Und das ist nicht das Problem insgesamt. Und man wird das Problem mit diesen Instrumenten leider nicht lösen können. Und auch mit Mütterrente auch nicht. Also nur um das klar zu machen. Also von daher, wir haben eine viel komplexere Lage und wir müssen eigentlich eine mittelfristige, insbesondere jetzt, wo die Grünen irgendwie nicht an der Regierung sind, eine mittelfristige Strategie entwickeln, die sagt, wie kriegen wir durchgehendere Versicherungsverläufe, wie kriegen wir mehr Jahre hinein und dann ergibt sich sozusagen aus Beitragszeiten sowas wie Mindestteilhabe. Das wäre eigentlich die Strategie, die man machen muss. Und dann muss man sagen, der Bund oder sonst jemand muss für bestimmte Zeiten, in denen Nichterwerbsarbeit stattfindet, muss er zahlen, so wie er es bei den Kindererziehungszeiten auch gemacht hat. Und das hinzubekommen, ist das, was wir da geschrieben haben, ich glaube These 5 oder so, das ist schwierig, weil das legitimiert werden muss. Welche Zeiten sind das und wieso wird für die gezahlt? Das ist natürlich ein gewisser Bruch mit einer Rentenversicherung, die nur die Arbeitsgesellschaft im Hintergrund hat. Ja, ich bin sehr dankbar, Frank Nullmeier, für den Beitrag. Das legt nämlich den Kern eigentlich des Problems offen, der tatsächlich durch die ganzen Garantierenten, Lebensleistungs-, Solidarrentendiskussionen verschüttet zu werden droht. Dass nämlich man vorgelagert ansetzen muss und in unseren Fraktionspapieren haben wir auch immer sehr großen Wert darauf gelegt, dass Möglichkeiten zur Teilhabe am Arbeitsleben, angemessene Erwerbseinkommen, Verhinderung von Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit, Frauenerwerbstätigkeit und all die ganzen Sachen, dass die vorangestellt werden, bevor man damit anfängt, sozusagen ganz am Ende nachzuarbeiten und dann zwangsläufig zu Lösungen zu kommen, die Brüche aufweisen. Also auch das ist ja eine völlig richtige Beobachtung. Es gibt eigentlich jetzt nicht das Ei des Kolumbus, dass man sagen kann, man rettet die Beitragsleistungsäquivalenz 1:1 und schafft dann trotzdem ein Garantieelement, sondern man muss an der einen oder anderen Stelle sozusagen Brüche in Kauf nehmen und das ist auch das Problem in der politischen Debatte durchaus gewesen. Es gab auch bei uns in der Fraktion die Diskussion, Wolfgang Strengmann-Kuhn hat die Position vertreten, dass man tatsächlich, wenn man wenn man 25 Beitragspunkte hat, Entgeltpunkte hat, mehr bekommt an Garantierente, einen Zuschlag sozusagen, als wenn man 15 Entgeltpunkte hat. Ich hatte die Position vertreten, dass man
sagt, das ist ein Garantieelement innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung und worauf sich alle verlassen können, ist, dass sie wenigstens diese 30 Entgeltpunkte kriegen, aber nicht noch einen Zuschlag. Das kann man nach wie vor, das werden wir auch sicherlich weiter diskutieren, kontrovers diskutieren, wie dann die Anreizwirkungen sind. Aber natürlich kommt man nicht aus dem Dilemma heraus, dass man eine gewisse Verletzung der Beitragsleistungsäquivalenz in Kauf nimmt. Und ich will jetzt nochmal auf den Beitrag hin sagen, es macht einen Unterschied, ob man in der Rentenversicherung eine garantierte Leistung kriegt oder in der Grundsicherung. Also das muss man nochmal wirklich deutlich machen. Vielleicht ist das auch ein Punkt, den man als Politiker anders wahrnimmt. Die Grundsicherung ist mit großen Ängsten, Vorbehalten behaftet. Die Leute wollen das einfach nicht. Das ist für die ein fundamentaler Unterschied, gerade wenn sie lange Jahre gearbeitet haben, ob sie dann zum Sozialamt, so wird das nämlich nach wie vor wahrgenommen, ob sie zum Sozialamt laufen, alle Verhältnisse offenlegen sozusagen, bis hin zur Wohnungsgröße, Angemessenheit der Wohnung und was da alles eine Rolle spielt und sich sozusagen offenbaren. Das ist was anderes, als wenn man innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung verbleibt, wo dann lediglich beispielsweise eine Beamtenpension nochmal geprüft wird, steht das Einkommen zur Verfügung. Das ist ja keine Bedürftigkeitsprüfung. Das macht nach meiner Wahrnehmung jedenfalls, wenn man mit den Leuten spricht, einen himmelweiten Unterschied aus. Und darum ist das, was das Legitimatorische anbelangt und auch von der symbolischen Wirkung her gar nicht zu unterschätzen. Herr Rulf hatte sich noch gemeldet. Gibt es noch jemand, der sich noch beteiligen möchte, der noch nichts gesagt hat? Also ich wollte gerade auf den zuletzt genannten Beitrag das Argument eingehen, dass die stigmatisierende Wirkung der Grundsicherung ein Argument dafür ist, diese Leistung innerhalb der Rentenversicherung zu gewährleisten. Man könnte das Argument umdrehen und könnte sagen, alle politische Kraft müsste darauf gerichtet sein, die Grundsicherung zu entstigmatisieren und sie zu einem zivilisatorischen Moment der Sicherungsleistung dieses Staates zu machen, das jeder in Anspruch nehmen kann. Ich sehe natürlich, dass die gegenwärtige Lage anders ist, aber politische Ziele sind ja mit Ambitionen verbunden. Und diese Ambition, meine ich, sollte dieses Gemeinwesen aufbringen, weil wir ansonsten mehr Dilemmata in Kauf nehmen, als wenn wir uns abstinent an diesem Punkt verhalten. Vielleicht kann ich versuchen, darauf zu antworten. Die Anlagerung der, die Leistungsäquivalenz des Rentensystems ist konstitutives Prinzip, was nicht verletzt werden darf. Es wird nicht verletzt, wenn man, wie du das formuliert hast, das ist ja auch anzustreben, ist aber nur eine perspektivische Möglichkeit, das wissen wir beide, möglichst viel gesellschaftliche Tätigkeiten in den Status einer auch mit Beitragspunkten besetzten Tätigkeit bringen. Solange das nicht passiert, solange werden wir aber das Problem haben, wo lagern wir jetzt diese Fälle an, die armutsgefährdet sind. Und da war meine These nur, lagere ich sie im Rentensystem an, bringe ich sie damit in einen Systembruch. Das ist, bringt das System selber zu einem Bruch. Es ist denn in sich nicht mehr legitimatorisch stringent. Lagere ich sie in der Grundsicherung an, dann habe ich eben diesen Systembruch nicht. Weil wenn ich ein Fürsorgesystem habe, dem ich Leistungselemente andogge, ist damit das Fürsorgeprinzip natürlich noch nicht durchbrochen. Ich kann es sehr wohl auch fein austarieren und sozusagen in sich differenzieren, sodass es möglichst plausibel und plastisch ist. Und der Gesamteffekt der ganzen Chose ist doch, wenn man im Grundsicherungssystem zukünftig eine nennenswerte, und es wird es sein, eine nennenswerte Zahl von Rentnern haben wird, die über dieses System ihre Leistungen beziehen wird, dann wird, das ist meine These, sich der Charakter dieser Grundsicherung und der Institutionen, die damit verbunden werden, radikal ändern. Die werden eben nicht mehr sozusagen die letzte Tür im letzten Haus des deutschen Sozialwesens sein, wo keiner mehr rein mag, sondern sie werden tatsächlich eine von vier Säulen der Alterssicherung sein und so werden sie auch behandelt und das ist auch letztendlich nur eine Frage, wie man das denn auch kommuniziert, das heißt auch eine Frage, wie die Parteien das kommunizieren. Man kann nicht einerseits immer die Grundsicherung als das letzte Übel klassifizieren und dann darauf verweisen, dass das unter Garantie auch nicht angehbar ist. Ja, aber Herrgott, die empfinden also viele Sachen so, die man so nicht akzeptieren also muss.
Dann, aber das geht auch nicht. Also es ist ganz schwierig beim Livestream, wenn Sie alle durcheinander sprechen, dass noch irgendwer jemand verstanden wird. Natürlich lässt sich das vermitteln, auch innerhalb des sozialen, jetzigen Sozialamtscharakters schon, dass es zum Beispiel Rechtsansprüche darauf gibt, dass man bei einer vernünftigen Beratung, dass die Leute auch so betreut werden, dass sie sagen, du kannst das kriegen, du bist kein Bittsteller, du musst keine Gegenleistung bringen und, und. Ich glaube, da gibt es erhebliche Defizite auch der Informationen der Leute. Und meine These war ja, dass gerade wenn sich der Bereich der Betroffenen, die dann auf die Grundsicherung oder auf die Grundsicherungsämter zugehen werden, so erweitert, das sind ja denn Leute auch mit Ansprüchen, mit Anspruchshaltung auch, die sagen, ich habe ja meine 15 Punkte oder wie auch immer gesammelt und die möchte ich jetzt bei euch umgesetzt wissen und ich möchte von euch ausgerechnet wissen, wie sich das auf meine Grundsicherung anrechnet und was ich darüber hinaus von euch kriege. Wenn die denn auch vernünftig beraten werden von sozialen Institutionen, dann bin ich mir völlig sicher, dass sich der Charakter dieser Institutionen innerhalb von ein, zwei Jahren erheblich ändern wird. Es hat auch was damit zu tun, und das finde ich schon auffällig, dass die Sozialpolitik in den letzten 10 Jahren ständig das Gefühl, was du gerade erwähnst, nochmal bestärkt hat und gesagt, ja, es ist ja auch stigmatisierend. Das ist meines Erachtens ein Fehler der Sozialpolitik und nicht von den Leuten, die sich darüber beschweren. Weil wenn es ein Bürgerrecht ist und es ist ein Bürgerrecht, dann muss es auch so behandelt werden und dann muss man es auch als richtig sehen. Und ich habe gerade, und das war mein Fehler, ich habe in meinem Beispiel deswegen schlecht war, weil es waren staatliche Stellen, die klären das untereinander. Deswegen hast du natürlich recht. Aber ich wollte sagen, auch wenn ich bei der Aktion Mensch 2 Millionen gewonnen hätte und deswegen mit 40 hätte aufhören können zu arbeiten, dann würde ich das nicht wollen, dass die Rentenversicherung mir noch was drauf tut, weil ich ja nur eine niedrige Rente habe. Ich könnte doch nicht mal zurückgeben, weil die Rentenversicherung hätte dafür gar keinen Topf. Und das ist auch eine Frage, ich sage jetzt mal von Bürgerstolz, zu sagen, ich lebe gerne in einem Land, was einen gut funktionierenden Sozialstaat hat. Ich finde, es ist ein Bürgerrecht, Sozialleistungen zu bekommen. Aber deswegen gehört für mich genauso auch dazu, dass ich es nicht als mein Recht, sondern eher als eine Verletzung meiner Rechte betrachte, wenn ich Leistungen in Anspruch nehme, die ich gar nicht brauche. Also das wollte ich eigentlich mit diesem Beispiel, was ich schlecht gewählt habe, sagen. Das ist eine Frage, ich finde sogar auch von Bürgerstolz, zu sagen, das will ich dann nicht. Und das ist etwas, das systematisch nicht lösbar ist, wenn man das in der Rentenversicherung ansiedelt. Darf ich mal ganz kurz ein praktisches Beispiel benennen, was der Unterschied ist? Also jetzt mal nur mal bezogen auf den Faktor der Wohnungsgröße beispielsweise. Wenn ich jetzt in einer 50 Quadratmeter Wohnung als alleinstehender Rentner lebe, habe einen Rentenanspruch von 450 Euro und habe mehr als 30 Versicherungsjahre nach dem grünen Modell, dann werde ich auf 850 Euro aufgestockt und gut ist. Kann vielleicht noch ergänzendes Wohngeld beantragen, lebe in meiner Wohnung und basta. Wenn ich aber in dem dann Grundsicherungssystem lande mit diesem Zuschlagsmodell, dann wird das Grundsicherungsamt natürlich sagen, so jetzt zeig mal her, was hast du alles? Wir stocken nicht einfach so auf, sondern du zeigst uns erstmal, wie die Verhältnisse sind und außerdem ist deine Wohnung 5 Quadratmeter zu groß. Da ziehst du jetzt erstmal aus. So, also das sind ganz praktische Unterschiede, wie die Systeme wahrgenommen werden und funktionieren und darum bin ich auch mehr als skeptisch, ob es je gelingen wird, unter diesen Kriterien und Bedingungen, die einem nachrangigen Sicherungssystem wie der Grundsicherung einfach eigen sind, ob es gelingen wird, unter diesen Kriterien tatsächlich so etwas wie Stigmatisierung oder auch Angst vor solchen Systemen einfach wegzudiskutieren als Sozialpolitiker. Da bin ich doch ziemlich skeptisch. Aber einen Moment mal, ist es so viel leichter, eine Garantierente nach den Kriterien der Grünen einzuführen, als die Grundsicherung, ohne sie kostensteigernd auszugestalten, zu reformieren? Warum ist die Garantierente denn noch nicht in Kraft, wenn das so einfach ist? Ich glaube, Sie waren dran, Herr Schröder, Sie wollten noch was sagen? Ja, oder auf die Frage,
was kann man tun? Also es gibt keinen Masterplan, das ist klar. Und es gibt die Unterschiede zwischen Beitragsleistung und Fürsorgeleistung. Es wird immer ein Moment sein, was Unsicherheiten erzeugt, weil da Dinge nachgefragt werden, die in anderen Systemen so nicht nachgefragt werden. Wir sehen allerdings bei ALG II, da sind ja erhebliche Prozesse, Widersprüche, die da artikuliert werden, und es gibt eine Auseinandersetzung damit, wie kann man im Angesicht der Rechtspositionen die Leute unterstützen. Also wir haben in einzelnen Ländern mittlerweile Obmannsysteme, wir haben Bemühungen in der Ausbildung der Fallmanager und all derjenigen, die dort Verantwortung tragen in den verschiedenen Instanzen der Fürsorgesysteme, auch eine andere Kultur, eine andere Sozialisation, eine andere Einbettung zu ermöglichen. Ich bin nicht ganz so optimistisch wie Dieter Rolf, dass wir das in 2 Jahren schaffen, aber ich denke schon, dass das ein kulturell-politisches Projekt ist, vor dem man nicht kapitulieren sollte, sondern was einer der zentralen Aufgaben ist für einen modernen, bürgerorientierten Sozialstaat. Ja, vielleicht nur ganz kurz, weil so viel schon gesagt wurde, auf was ich nochmal erwidern wollte. Viele der Punkte, die hier genannt wurden, sind eigentlich Stellschrauben, wo man auch im Grundsicherungsrecht drehen kann. Also Stichwort Wohnungsgrößen ist eine klassische Frage, was kann ich da im Leistungsrecht der Grundsicherung noch verändern? Auf der anderen Seite, oder genauso wie man es bei diesen 100.000 Euro seinerzeit gemacht hat, gibt es da im Grundsicherungsrecht vieles, über das man sich unterhalten kann. Aber ich meine, dann müssen wir das doch auch im Grundsicherungsrecht tun. Wir müssen doch die Probleme, die im Grundsicherungsrecht für Stigmatisierung als stigmatisierend empfunden werden, müssen wir doch auch da diskutieren. Und die Probleme, die wir in der Rente haben, Stichwort Rentenniveau, müssen wir in der Rentenversicherung diskutieren. Und ich bin der Überzeugung, dass man, wenn man über die Grundsicherung mal ausführlich diskutiert, dass wir ganz viele andere Punkte finden, wo man meint, da können wir was tun, damit das System leichter verstanden wird. Bin beispielsweise auch der Meinung, jetzt wo man die Regelbedarfe Anfang des Jahres anpasst, die Renten werden Mitte des Jahres angepasst. Da hat man eine typische Schnittstelle, wo viele möglicherweise aus Unkenntnis, weil sie plötzlich in den Grundsicherungsbezug fallen oder plötzlich rausfallen, also die, die da an der Schwelle sind, die stellen aus Unkenntnis keine Anträge. Deshalb meine ich, wir müssen uns darüber unterhalten, wie kann man das System gestalten, das System der Grundsicherung gestalten. Vielleicht zum Abschluss noch eine Wahrnehmung. Ich würde nicht immer nur sagen, die Grundsicherung wird als stigmatisierend empfunden. Unsere Wahrnehmung aus den Beratungsstellen ist, dass die Leute, die zu uns kommen und sagen, ich habe eine geringe Rente, helft mir bitte, die sind dankbar, dass es die Grundsicherung gibt. Und die freuen sich, wenn sie eben vom Staat noch eine extra Leistung bekommen. Ich würde davor warnen, das System der Grundsicherung pauschal schlecht zu reden. Wir müssen eigentlich darüber reden, wie können wir es verbessern. Und das ist, glaube ich, die Diskussion, die wir führen müssen. Genauso wie wir die Diskussion führen müssen, was können wir am Arbeitsmarkt verbessern, damit die Leute nicht erst in Grundsicherung im Alter fallen. Und genauso wie wir die Diskussion führen müssen, was müssen wir im Leistungsrecht der Rentenversicherung verbessern, damit die Leute im Laufe des Rentenbezugs nicht in Grundsicherung fallen. Aber wir sollten die Diskussion da führen, wo sie auch hingehört. Ja, ich möchte nochmal diesen einen Punkt aufgreifen, also der sich eher auf diese arbeitsmarktpolitische oder wirtschaftspolitische Debatte bezieht. Also wenn man das eben nicht erreicht, dass der prekäre Arbeitsmarkt, der jetzt so ein Volumen von 7, vielleicht auch 8 Millionen Arbeitsplätze ausmacht, zurückdrängen kann, dann bekommt man eben diese kontinuierlichen Erwerbsverläufe gar nicht wieder zum Laufen. Und dann wird dieses Potenzial von Menschen, die, wie soll ich sagen, eine Rente zu erwarten haben, die unter Grundsicherungsniveau ist, und das war genau in dem Vortrag von Helmut heute Morgen sehr transparent, dann wird diese Zahl von Menschen ziemlich zunehmen. Das heißt, es kann sein, dass es vielleicht so eines Tages 5 oder 10% der Menschen sind, die eine Rente haben, aber eine Rente haben unter Grundsicherungsniveau. So, und dann muss doch irgendwo die Frage auftauchen, ist deren Lebensleistung da noch abgebildet? So, und dann kommt eben dieses, wie soll ich sagen, was ich attraktiv fand an dem Vorschlag von dem Sozialverband bzw. Verdi, dass sie alle drei Säulen in diese anrechnungsfreie Betrachtung hineingenommen haben.
Das heißt, die Eigenanstrengung, die man erbracht hat in seiner Erwerbsbiografie, wird über alle drei Säulen hinweg, also nicht, wie soll ich sagen, verkleinert, sondern geht gleichberechtigt in dieses Freibetragssystem, um den Rentenzuschuss zu errechnen, ein. Das ist an sich das Attraktive an dem Modell gewesen, was mich, wie soll ich sagen, angesprochen hat, weil das Erwerbsverhalten oder diese Anstrengung, also erwerbstätig zu sein, wird dadurch nicht unterhöhlt. Also das kann man dem Modell, wie soll ich sagen, nicht anhängen. Also diese Schwierigkeiten, also eine modernere Arbeitsmarktpolitik wieder hinzukriegen, die wegführt von Werkverträgen oder Leiharbeit oder diskontinuierlicher Arbeit oder auch der Übertreibung, die es mit befristeten Verträgen gibt, also sachgrundlos befristeten Verträgen, also das diesen ganzen Weg ein wenig wieder zurückzudrängen, damit tut sich Politik wahnsinnig schwer. Also erst recht, weil sich ganze Branchen darauf umgestellt haben. Also wer in den Einzelhandel guckt, in die Gastronomie, ins Hotelgewerbe, das sind eben zwei Drittel der Stellen häufig, sind in diesen zerhackten Formen, in unterschiedlichen Varianten natürlich. So, das in ein Tarifvertragssystem überzuführen, wo Kontinuität wieder erzeugt, also da fehlt mir auch die Kampfkraft der Gewerkschaft, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Und deswegen wäre schon doch mal, also diese Frage in den Raum zu stellen, also wie man das reflektiert, was für Züge da abgefahren sind und wie stark man sich fühlt, solche Züge wieder auf ein anderes Gleis zu stellen. Also den Punkt finde ich auch extrem wichtig. Das ist so ein bisschen, also aus der Gewerkschaftsperspektive wird häufig so getan, als ob wir alles in der Erwerbsphase lösen können und wir drehen jetzt alles zurück und regulieren alles auf einem Niveau, was toll ist und allen geht's gut. Ich glaube, das ist nicht, also selbst wenn es politisch durchsetzbar wäre, würde das nicht funktionieren. Ich möchte trotzdem nochmal zu der anderen Debatte, die vorhin ja so schön heftig zugange ging, zurückkommen. Die Frage, macht man eine Lösung innerhalb der Rentenversicherung oder innerhalb der Grundsicherung? Da hatte ich so ein bisschen das rausgehört in der Debatte, die Rentenversicherung hat zentrale Prinzipien, die dürfen auf keinen Fall verletzt werden. In der Grundsicherung kann man eigentlich alles machen. Und das leuchtet mir auch nicht ein. Also die Grundsicherung hat natürlich zentrale Prinzipien und die heißen, sie greift erst dann ein, wenn alles andere, wenn sozusagen die Eigenvorsorge, die Eigenanstrengung nicht mehr reicht. Punkt. Und hebt dann alle, die das nicht geschafft haben, auf ein Niveau an. Das ist aber genau ein Prinzip, was konstitutiv ist, wiederum für die Grundsicherung, was genau durch das SOVD-Modell aufgehoben werden soll. Andererseits wurde argumentiert, die Rentenversicherung hat das Beitragsleistungsäquivalenzprinzip und das ist sozusagen eher ein Prinzip, was völlig unangetastet ist. Natürlich ist die Rentenversicherung auch schmutzig. Die hat sozusagen ganz viele Sachen da drin, die dem Prinzip völlig widersprechen. Es gibt eine Bedürftigkeitsprüfung bei der Witwenrente. Es gibt verschiedene Anrechnungszeiten, Berücksichtigungszeiten, die überhaupt nicht sozusagen dem Beitragsleistungsäquivalenzprinzip entsprechen und die auch gar nicht beitragsgedeckt sind. Also so ein bisschen, also Prinzipien machen dann Sinn, wenn sie eine Aufgabe erfüllen, aber sie sind kein Selbstzweck. Und ich glaube sozusagen, wir sollten wegkommen von der Prinzipiendiskussion und hinkommen zu der Frage, welches System kann das, was wir eigentlich davon wollen, also und das heißt sozusagen mehr Leute vor Armut schützen, am besten erfüllen. Die letzte Wortmeldung war noch hier. Ich glaube, wir sind ja hier alle Theoretiker und meinen das, was ich so an Beiträgen höre, sehr gut. Aber ich kenne aus der Praxis viele und die Probleme, die jetzt gerade sind für die Antragstellerberechtigten, nenne ich es mal, sind so groß, wenn jetzt Kinder dahinter stehen, die dann herangezogen werden müssen, völlig zu Recht, und die Mutter meinetwegen abdecken müssten, die Kosten. Wir können uns das nicht vorstellen. Diese Frauen haben Angst, die Kinder zu verlieren. Was? Du sollst. 100.000 Euro, das ist doch jetzt. Das ist die Theorie. Aber jedes Blatt Papier, was die schon.
das verursacht in Familien Chaos. Und das sehen wir hier alle nicht. Ihr meint es wirklich unendlich gut. Also gehen die lieber Flaschen sammeln oder arbeiten, bis sie umfallen. Aber sie werden diese Rechte kaum in Anspruch nehmen und auch diese Behandlung, wie es da vor sich geht, wird diese, es sind wirklich überwiegend Frauen, davor zurückschrecken lassen. Ich kann es nur wirklich aus Erfahrung so unterstreichen. Und da können wir nichts gegen machen. Ja, ich würde dann vorschlagen, dass wir jetzt hier zur Schlussrunde übergehen. Und von Ihnen gab es schon noch mal eine Wortmeldung anhand der Debatte. Ich finde schon, dass man sich noch mal also den grundsätzlichen Fragen zuwendet. Also wie soll es weitergehen? Und was erwarten Sie von dieser Legislaturperiode? Ja, vielleicht kann ich zu Beginn nochmal, was mir wichtig ist, Sie dürfen unser Modell auch, und ich glaube, da spreche ich auch für Verdi, auch als Verdi-Mitglied, Sie dürfen uns jetzt nicht nur auf eine Grundsicherungsdebatte reduzieren, sondern wie gesagt, wir wollen als allererstes einen besseren Aufbau von Rentenansprüchen in der Erwerbsphase. Wir wollen natürlich auch, dass in der Rentenbezugsphase es Leistungsverbesserungen gibt und für all diejenigen, die dann trotzdem nicht über die Grundsicherungsschwelle kommen, wollen wir eben eine Lösung in der Grundsicherung. Und da ist natürlich klar, Freibeträge führen dazu, dass man Grundsicherungsempfänger unterschiedlich behandelt. Da haben Sie völlig recht. Auf der anderen Seite ist es aus unserer Sicht eigentlich auch gerechtfertigt, weil wenn ich Altersvorsorge honorieren will, dann kann ich das auch anerkennen. Genauso wie ich bei Hartz IV Erwerbstätigkeit durch einen Freibetrag anerkenne, kann man das in der Grundsicherung im Alter für Vorsorge auch machen. Und da zählt eben nicht nur die Pflichtvorsorge der gesetzlichen Rentenversicherung zu, sondern auch die betriebliche und die private. Mir ist wichtig, dass Sie jetzt nicht den Saal verlassen und uns nur auf die Grundsicherung reduzieren. Wir haben auch Vorschläge in den anderen Bereichen, die auch sehr wichtig sind und die auch im Übrigen vorrangig sind. Aber am Ende, meine ich, wird man eine systemkonforme, zielgenaue und ursachenadäquate Lösung nur in der Grundsicherung bekommen. Ja gut, dann will ich den Ausgangspunkt der Überlegungen für Garantierente nochmal sehr explizit machen, nämlich die Wahrnehmung von Personen, die 30 Jahre und mehr in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben und Vollzeit, wie gesagt, Vollzeit, Teilzeit kann man nicht genau unterscheiden, aber häufig auch Vollzeit oder mehr als halbe Stellen gearbeitet haben, dass die am Ende dieses Arbeitslebens sagen, ich möchte nicht zum Sozialamt und Grundsicherung beziehen. Egal, ob es da einen Zuschlag gibt oder nicht, das ist egal. Diese Personen wollen für sich in Anspruch nehmen, dass das System, in dem sie wie über 30 Jahre lang dabei waren und die Arbeitskraft sozusagen aufgebracht haben, sagen, ich möchte nicht so behandelt werden wie diejenigen, die ihr Leben lang noch nicht gearbeitet haben oder sich sonst wie irgendwie rumgemogelt haben. Das ist ja genau die Wahrnehmung, die dann eben in der Bevölkerung da auch ist. Und das ist der Ausgangspunkt für die Überlegungen gewesen für die Garantierente. Und das hat insoweit auch eine legitimatorische Funktion, die Garantierente, weil nämlich die gesetzliche Rente dadurch tatsächlich in der Akzeptanz jedenfalls gestärkt wird, auch von denjenigen, die eine Rente unterhalb der Grundsicherung kriegen. Das ist jedenfalls Ausgangspunkt unserer Überlegungen gewesen, weswegen wir sagen, wir bauen dieses Garantieelement innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung ein. Und der Streit darüber wird jetzt mit dem heutigen Abend nicht zu Ende sein. Aber ich will doch zu bedenken geben, dass diese Wahrnehmung ganz offensichtlich, hier war ja ein bisschen Unverständnis, dass alle Parteien das ähnlich sehen, dass offensichtlich bei denjenigen, die Politik machen, eine ganz ähnliche Wahrnehmung der Stimmung oder Einstellung in der Bevölkerung und bei den Arbeitenden da ist. Mein Eindruck von der Diskussion, die wir heute hier geführt haben, aber auch die im weiteren Bereichen der Gesellschaft geführt worden ist,
ist, dass es inzwischen zwei unterschiedliche Sichtweisen auf die gesetzliche Rentenversicherung herausgebildet haben. Die eine hat ihre Wurzel in den 90er Jahren, als breit diskutiert wurde, welche Unzulänglichkeiten angesichts des demografischen Wandels und wirtschaftliche Veränderungen die gesetzliche Rentenversicherung hat, dass man eigentlich eine neue Alternative brauchte, vielleicht eine Grundrente, und alle versichern sich darüber hinaus nach Belieben privat. Aus dieser Diskussion entstand kurz gesagt ein Teil des Rentenreformprogramms von 2001, 2002, unter anderem die Riester-Rente, der verdanken wir ja auch den Riester-Faktor, der die Rentenanpassungen kürzt, und weitere andere Faktoren. Und dann haben wir die zweite Sichtweise, die eher neueren Datums ist, vielleicht 3-4 Jahre alt, die die verschiedenen Systeme, die drei Säulen miteinander vergleicht, wie sie sich über die letzten Zeit, über die letzten Schwierigkeiten in Finanzfragen erhalten haben. Nämlich, dass die zweite und die dritte Säule mit ihrer Kapitalbasierung nicht geeignet waren, den Ausgleich für Versorgungslücken in der gesetzlichen Rentenversicherung zu erbringen, und die Unwägbarkeiten jeder Form von Kapitalbasierung eigentlich indirekt wieder zu einer Aufwertung der gesetzlichen Rentenversicherung geführt haben. Damit ist der Blick aber auch geschärft worden auf die Funktionsprinzipien und auf Fragen auch der Integrität der gesetzlichen Rentenversicherung, die durchaus, wie Herr Jacobi sehr nett dargestellt hat, ja schon allerhand Verschmutzungsgrade aufweist, indem sie auch für andere Zwecke und für beitragsanaloge oder beitragsfreie Leistungen in Anspruch genommen wird. Das verstärkt aber eigentlich die Argumente, sie in Ordnung und intakt zu halten und nicht weiteren systemfremden Belastungen auszusetzen. Das kann kein Grund sein zu sagen, na, wenn sie schon so weit diversifiziert ist in ihren Funktionsprinzipien, da können wir sie ja noch weiter diversifizieren. Die Schlüsse aus den letzten Jahren nach der Finanzkrise von 2008 gehen genau in die andere Richtung, nämlich dass man dieses Ding, was so gut funktioniert hat mit dem Umlageverfahren unter diesen Stressbedingungen, dass man das intakt halten muss unter allen Umständen. Dankeschön. Ja, jetzt zum Schluss gibt es noch eine kleine Überraschung für die Kommissionsmitglieder. Und zwar würde ich Sie bitten, Sie sich alle mal hier vorne hinzustellen, denn es gibt ein kleines Geschenk. Also die Kommission hat circa 2 Jahre gearbeitet und sich regelmäßig getroffen und beraten. Und deswegen hat sich die Heinrich-Böll-Stiftung ein kleines Geschenk als Dankeschön ausgedacht.